und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Ja, wir sind im Jahre 56 vor Christus, das heißt, nächstes Jahr wird hier Frankreich, Gallien angefangen zu anzugreifen. Schwerter der Macht. Heroische Adelige. Sie sind halt auch ziemlich stark. Schwertbande. Da bin ich mal super stark. Super gespannt, wie stark die Briten dann sind. Hier wollten wir ja eine komplette Gladiatoren. Oh. Gladiatoren. Man kann nur zwei machen. Wahrscheinlich, weil die so heftig sind. Gut. Genau, eine komplette Legion aus Gladiatoren machen. So, du bekommst noch ein goldenes Pferd. So. Genau, die bekommen nichts. Ich muss ja wieder ein bisschen kurz reinkommen. Ich war die letzte Zeit ziemlich damit beschäftigt, Ghost Raccoon und Control aufzunehmen. Ich fange jetzt auch an mit der Selbstständigkeit, deswegen gibt es da ein paar Sachen, die Vorrang haben noch. Also ich hoffe, dass irgendwann eines Tages YouTube so ein netter kleiner Nebenverdienst ist, also so ein kleines Taschengeld würde schon genügen. So, dass es halt, dass ich einfach die Spiele dann nicht aus eigener Tasche zahlen muss, sondern dass die mir halt quasi gespendet werden, das wäre natürlich nice. Aber da bin ich schon noch lange davon entfernt, aber das macht ja nichts. So. Wir sind. Genau hier. Ja, genau. Ich wollte schauen, wie groß die ganzen. Du kannst doch einfach. Egal. Ja. Ich wollte ja mal schauen, wie groß die ganzen. Ah, die sind schon alle gelaufen. Wie groß die einzelnen Gebiete jetzt sind, weil ja zu dieser Zeit, also wir haben jetzt glaube ich schon warte mal, Rom 217 Runden haben wir jetzt schon gespielt und da ist es halt kommen die ganz Großen dann raus. Boyer ist normalerweise eigentlich größer als die Geten. Also ich finde es echt super interessant, wie sich das immer so ausbreitet, also die einzelnen. Britannia ist ehrlich gesagt sehr häufig sehr groß. Also aber dass sie hier so viel Macht haben, ist meistens nicht der Fall. Baktrien ist oft sehr, sehr groß. Und die Seleukiden überrennen meistens Pergamon. Ja, aber dieses Mal nicht. Und Saba ist sowieso ein. Also Saba habe ich noch nie so groß gesehen. Vor allem, weil Saba eigentlich keine guten Einheiten hat. Die haben eigentlich wirklich keine guten Einheiten. So. Jetzt ist die Frage, wohin des Weges? Das ist ja interessant. Ich habe einen Agenten, den ich noch, also einen. Der hat einen. Der hat keinen. Der hat einen. Okay, dann bekommt der noch einen. Und zwar gewonnene Erfahrung. Ist immer top. Und dann würde ich ja sagen, dass hier noch ein Adeliger reinkommt.
Wachstum pro Runde ist auch gut. Brauchen wir hier im Süden und Osten und Westen nicht, aber im Norden werden wir es brauchen. Gut, dann schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr so wird. Ah, genau, da habe ich ja Pergamon jetzt endlich besiegt. Oder also ausgelöscht. Das war auch super wichtig. So, Britannische Konföderation wird jetzt ab nächstes Mal mein Feind. Mal schauen, wie sich die Briten so schlagen. Okay. Der macht da irgendwas. Der hat da jetzt wieder eine Armee hereingezogen. So, Rang erhöht, das ist gut. Eindringling, Massilia. Oh, da sind zwei Fullstack-Armeen. Das wird dem Kaiser nicht so gefallen. So, also, ich würde sagen, wie gehen wir jetzt vor? Also, eine Legion wird nach hier gehen, eine Legion wird nach da gehen, der Kaiser wird nach da gehen. Weil, ja, der Kaiser hat ja zwar Prätorianer. Oder wir werden mit beiden. Mit der. Ja, die zweite Legion ist einfach auch top. Die da ist halt noch Anfänger. Okay, dann werde ich mit der. Mit dieser. Mit der siebten Legion werde ich dann hier reingehen. Die zweite Legion wird hier. Und die da werden Krieger. Markomannen. Okay. Die Markomannen sind. So, warte. Das werden wir gleich spielen. Die Markomannen. Das ist natürlich jetzt interessant. Der braucht noch eine Runde. Alter, der kann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Einheiten pro Runde rekrutieren. Das ist halt schon krank. Gut, das ist natürlich jetzt interessant. Also, das ist natürlich auch eine Anfängerarmee. Ich glaube, ich werde nach hier drüben gehen. Bevor die, also ich werde das auch angreifen, bevor die jetzt Metlan angreifen, wobei die hätten das nicht einnehmen können. Hier ist die Frage, ob die beiden jetzt mich hier angreifen. Deswegen versuche ich hier an der Brücke quasi mich einzubunkern. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Gut, die kommen nicht so weit hin. Das ist völlig in Ordnung. Warte, wer hat jetzt. Der hat noch keinen. Und der braucht definitiv. Definitiv braucht er eine Unterstützung. So, dann. Erster Angriff. Den kämpfe ich. Gut, der hat viermal Plänkler-Kavallerie, aber. Das ist in Ordnung. Oh. Der kommt raus. Interessant. Die kommen alle raus. So, trocken, das ist wunderbar. So, wie stellen wir uns auf? Ich würde sagen, wir machen eine kleine Überraschung. Hier.
Naja, so klein ist die gar nicht, weil, naja, also er wird's sehen. Das haben wir alle zurück. Die gepanzerten Legionäre, die Adlerkohorte. So, Adlerkohorte hier. Gepanzerte Legionäre vorne. Da kommen Evocati. Hier kommen die beiden so hin. Und der General kommt hier hin. Gut. Ja, doch, dann sind die doch eine Überraschung. Der General ist auch nicht so geskillt. Da müssen wir schauen, dass er ein paar Kills abstaubt. Okay, hier sind Plankler-Kavalleristen. Da muss ich schauen, dass. Also hier ist eine, da drüben sind es zwei. Dann schaue ich mal, dass ich. Dass ich mit den Abilities die so schnell wie möglich abstaube. So. Aber wo ist denn seine Verstärkung? Ist immer ziemlich blöd, dass die Fernkämpfer schneller sind, also ist ja klar, aber dass die aus der Formation rausgehen. So, okay, hier hat er auch zwei. Der bewegt sich immer noch nicht. Ah, jetzt hat er. General, wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Jetzt ist er ein bisschen durcheinander, ne? So, dann komme ich mal hier zur Seite. Bereit, ihre Pflicht zu tun. Evocati, schick Domine! Jupiter gibt uns Kraft! Evocati, Kommandant, bereit! Roma in Victor! Söhne des Mars! Monster Mond! Tausend
blutige Römer bis zum letzten Mann. Herein! Salve! Willigkeit! Söhne des Mars! Da kommt die Infanterie herein! Kavallerie! Wie der halt solche alles vernichtet. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General wird angegriffen! Söhne des Mars! Nahkampfinfanterie, du eure Dienste! Nahkampfinfanterie, Demokratie! Zum Kampf bereit! Oh, das ist nicht gut. Der sollte da doch die verfolgen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Weist ihre Positionen an! So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Ja, General, ein bisschen. Bisschen töten hier. So. Gut. Also. Ja, passt schon. Da, wir haben. Ja, hier, die beiden haben ziemlich gelitten. Der da hat ja ziemlich gelitten, weil ich die gegen die Speerkämpfer geschickt habe. Wahrscheinlich die da. Ja. Alles gut. Alles läuft. Passt. Wir haben jetzt auch ungefähr 30 Leute selbst gekickt. Aber wo war seine Verstärkung? Das war ein bisschen komisch. Das war ein bisschen komisch. So, hier nochmal aufwerten. Gut. Der da wird auch aufgewertet. Der da kann nicht aufgewertet werden. Aber ich würde sagen, die Schlacht werden wir das nächste Mal anschauen. Es ist jetzt 20 Minuten. Das heißt, wenn ich die jetzt noch spiele, dann wird es wahrscheinlich ja 38 oder so. Keine Ahnung. Deswegen nächstes Mal. Ich
würde sagen, ja, wir schauen jetzt die drei, warte nochmal umstellen. Wir werden jetzt auf jeden Fall die drei, also Celtica werden wir einnehmen. Dann werden wir hier hochgehen, Belgier, dann nach Britannien mit dem Kaiser. Nur, Camaldunum, Dununum, blalala, werden wir einnehmen, dann zurück. Dann hoffe ich mal, dass die das schnell wieder erobern werden. Und dann werden wir hier erstmal die Grenzen sichern. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.